seit wann das denn? Boah, schaut mal. Guck mal, für die Melina. 4 €. Guck mal. Hab ich ja noch nie gesehen bei Teddy. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Der Gianno und die Mama, die fahren jetzt gleich zum Teddy. Gianno, was brauchen wir vom Teddy? Gianito? Was brauchen wir vom Teddy? Kleber. Klebstift. Und davon kaufen wir am besten 5. Denn er braucht 2. Brauchst du mal 2 für die Schule? Ja. Oder nur 1? Letztes Mal habe ich ihm 2 mitgegeben und die waren jetzt leer. Ja, nimm's am besten 2 mit. Alle kaufen. Alle kaufen. Und zu Hause sind die auch leer gegangen. Genau. Und eine Schere. Okay, wir gehen jetzt eigentlich ganz spontan, weil ja, er braucht die morgen schon. Heute haben sie gebastelt, morgen geht's weiter und ist heute leer gegangen. Natürlich kaufe ich ein bisschen mehr. Ich filme für euch vor Ort mit. Gianno und ich, wir fahren alleine, hab den Dario gerade versorgt, Windel gewechselt und gestillt und alles und schläft jetzt, weil er Carlos meinte, nehmt ihr den Dario mit. Und die Lu, die ist auch müde. Ich glaube, die schläft sogar jetzt schon. Und der Carlos und die Melina, die, was macht ihr zwei Schönes? Also am Spiel. Achso, die Luisa schläft jetzt wirklich. Okay, dann schnappe ich mir noch das Autoschlüssel. Und dann geht's los. Auto steht da draußen, ne? Ach, die Brille, die brauche ich. Brille zum Autofahren. Da ist sie drin. Ich nehme das erste. So. Nehmen wir auch mit. Smartphone, ne, falls was ist. Carlitos. Der liegt hier. So. Dann möchte ich gar nicht mehr so viel drumherum reden. Ich melde mich gleich, wenn ich dann vor Ort bin. Wir stehen jetzt vor Teddy. Das ist eine Gießkanne. Hier, den hatten wir mal. Allerdings haben wir den im Angebot für 2 € gekauft. Erinnert ihr euch? Den seht ihr, wie heißt es, im Intro. Der ist ständig kaputt gegangen. Ich hätte ja gerne einen aus Holz. Vielleicht finden wir ja so einen. Gucken wir gleich mal. Ja, hier sind Gartensachen. Ach tja, Nito, mich braucht man nicht begießen. Dekofigur. Auch ganz süß. Komm, wir gehen dann mal rein. Schaut mal. Ostern-Sachen. Bunte Eier. Aber ich glaube, davon haben wir genug. Dann wollen wir. Schaut mal, der lacht mich an. Was kostet das? 7. Ja, so ein. Wir hatten das, was draußen war. Sollen wir den mitnehmen? Ja. Ja? Okay. Das ist gleich wie der da, ne? Ja. Richtig cool. Ja, komm, wir gucken mal weiter. Guck mal hier, Pikachu Gianno. Wie cool, oder? Magst du doch gerne, ne? So. Gartenzeug. Hier. Noch ein Ding. Ja, richtig, aber der ist viel zu klein. Der geht doch auch wieder ganz schnell kaputt. Sonst. Was ist das? Auch sowas. Was sagst du? Partysachen. Ach, hier gibt es Klamotten. Seit wann das denn? Boah, schaut mal. Guck mal, für die Melina. 4 €. Guck mal. Hab ich ja noch nie gesehen bei Teddy. Ist die 116. Nimm mich mit. Die wird sich freuen. Was macht das Ding? Was denn, Schatz? Macht das? Das weiß ich nicht. Vielleicht dreht sich das. Komm, wir gucken hier aber noch weiter. 1,50 €. Wie günstig. Guck mal. So. Den nehmen wir dann auch mit. Das dreht sich, Mama. Das ja. Ist nur das Ding muss hier ab. Dann dreht sich das. Ja, cool. Paw Patrol. 4 €. Guck mal, Gianno. Ja, haben wir, ne? Schau mal, findest du cool, oder? Du hast viele, ne? Du hast ja wirklich viele T-Shirts. Ja,
Aperture. Ja, selbst so eine hast du. Das hier 2,50. Zwei. Richtig schön. So. Dann schaue ich noch hier ein bisschen. Schaut mal. 1,50. Würde die Kinder sich mega freuen. Und die nehmen wir auch noch mit. Die kosten je 1 Euro, ne? Auch für Melinas Kleiderschrank. Ja. Oder für dich, Schatz. Kannst du dir aussuchen, ob du die haben möchtest oder die bunten. Dann kriegt einer die ganz weiß und der andere dann die bunte. Darfst du entscheiden. Legst du die auch noch hier rein? Achso, und ich habe noch andere Hosen. Also ich habe jetzt das noch hier, genau. Und so eine Hose. Eine Joggerhose. Auch für Damen. Richtig gut. Schaut mal. Also alles mega günstig. Ich habe allerdings ja wirklich viel. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sowas haben. So, genug Kleidung. Dann geht's weiter. Dekoration. Guck mal, Igel, Jano. Jano mag Igel. Süß. Die haben ja unnormal viel Deko, ne? Jano, denk aber bitte an deinen Kleber, ne? So, komm, Jan, wir gehen hier weiter. So viele Ostersachen. Wir haben ja so eine ganze Kiste mit so ganz vielen Ostersachen. Ich glaube, sowas hier haben wir auch noch. Ich glaube, sogar genau die für 10 Cent damals mal hier gekauft. Das ist ja süß. Die haben wir auch hier gekauft für 10 Cent. Ne, Jan, weißt du noch, die haben wir. Froschkönig, der ist aber süß, ne? Kostet der? 3,55. Nicht günstig. Die finde ich auch ganz toll. Tolle Deko. So Holzdeko, ne? Mag ich. Glaub, den müssten wir auch noch haben. Der sieht ja toll aus. Guck mal. Für meine Nichte. Es gibt auch noch so. Guck mal, für Adriana und Sophia. Da bräuchte ich aber 2 von. 6 Euro kosten die. Richtig schön. Siehst du davon noch mehr, Jano? Siehst du davon noch eins? Ich sehe die nicht. Oh, auch ganz toll. Richtig toll. Ich glaube, ich könnte hier den Rest des Tages bleiben. Oh, tolle Sachen. Wow. Hast du den immer noch in der Hand? Weiß nicht, Schatz. Ich glaube, wir brauchen einen Einkaufswagen. Haben sie ja gar nicht, ne? Hier, der Korb, der ist schon voll. Wir brauchen noch einen Korb. Ein Euro kostet der. Zeig mal. Ist auch schön. Tolle Deko. Ja, komm, Schatz, wir gehen weiter. Komm. Guck mal, wie süß sind die denn? Guck mal. Oh mein Gott, da denke ich direkt mal an Melina. Zum Schulanfang. Auch süß, zum Verschenken so, ne? Der ist ja klasse. Hätte ja gerne neue für die Kinder, allerdings nicht aus Porzellan. Sondern ja, Plastik am besten. Hier so welche. Ist auch nicht schlecht. Aber die kann man ja nicht öffnen. Was denn, Schatz? Ich weiß nicht. Muss ich mir genauer angucken. Ja, sowas geht ja auch. Die kann man auch öffnen. Und vor allem können die Kinder nicht dran. Gucke ich sofort, ja? Ja, ein Stickrahmen zum Sticken. Ein Euro kosten die. Meine Kinder essen die unfassbar gerne. Willst du mitnehmen, Jano? Ja.
Ernsthaft? Das ganze Ding? Das auch. Dann brauchen wir wirklich noch einen zweiten und dritten Korb. Okay. For Bros. Zujo. Die hat man tatsächlich bisher noch nicht. Die schon. Und dann gibt es noch Kaugummi-Geschmack. Kommt, Jano. Bastelzeug. Unnormal viel. Jan, wo hast du jetzt eigentlich die Schere hingelegt? Der guckt da noch nach irgendwas. Wo? Hast du sie reingelegt? So, jetzt sind wir bei... Na, Quatsch, kein Klebstift. Hier, guck mal. Guck mal hier. Am besten so ein Riesending. Dieses Riesending und dieses Riesending. Ich meinte eigentlich dieses Riesending. Multicup. 2 plus 2 steht da. Du kannst auch das nehmen. 2 plus 1, hä? Was 1, 2 plus 1? Da sind 3 drin. Und hier sind 4. Was kostet das ganze Spaß? Der kostet 3, der kostet 4,55. Da sind aber 2 große, 1 kleine. Oder so. Ist für dich, nicht für mich, Schatz. Entscheid du dich. Oder hier sind 3 große. Alle, ne? Das ist ja alles so nach Marke. Was? Jetzt gibt es so viele Scheren, hä? Ja. Jetzt hast du doch schon eine Schere. Hat wohl euch gar nicht gezeigt, oder doch? Ich weiß es gar nicht. Guck mal hier, das sind auch Radiergummis. Kannst du mir sagen, was das ist? So, die schneidet Wellen. Na, die Schere. Die schneidet Wellen. Ist die Frau weg? Eben war hier eine Frau, die wollte Radiergummis haben, hat mich gefragt, wo die denn stehen. Wollte die halt sehr günstig haben. Für die Schule. Weiß nicht, ich konnte nicht so gut Deutsch. Guck mal, die sehen auch ganz süß aus. Für zu Hause reicht doch aus. Nehmen wir auch noch mit. Finde ich mega süß. Das ist ein Mäppchen. Guck mal, Giano. Süß. Einhornmäppchen. Ja. Was ist das? Auch so Mäppchen. Stifte sind dabei. Hier Bastelsachen. Hier könnte ich meine Perücke draufsetzen. Hier haben wir ein paar Perücken. So. Wolle. Zeige ich euch auch mal hier und auf meinem Häkelkanal. 1 Euro. Ach, hier nehme ich gerade mal mit ein Stück. 2 Euro kosten die. Bestelle ich sonst mal bei Amazon. Allerdings bräuchte ich das heute und von Amazon kommt morgen. Dann kann ich heute direkt das Video weiterdrehen. Richtig cool. 2 Euro. Kann ich es auch mal gleich testen. Die größere Packung kostet 5. Ich nehme jetzt aber mal die kleinere zum Mitnehmen, zum Testen, zum Mitnehmen, alles klar. Oh, die Farbe ist so schön. Oh mein Gott. Das sind Stickers. Ich glaube, davon haben wir noch einige, Schatz. Oder findest du das gut? Besonders gut. Kann man die auch mitnehmen. Glitzer. Die haben echt neue Farben. Finde ich gut, aber was häkle ich denn damit? Ich glaube, ich sollte zu Hause erstmal überlegen, was ich alles mache. Und dann danach die Wolle einkaufen. Das ist eine schöne Farbe. Mega günstig, ne? Hm? Was möchtest du, Janito? Was macht der süße Kerl hier? Finde ich auch schön. 1 Euro. Ja,
Ein Tuch vielleicht. Aber da bräuchte ich ja mega viele von. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist noch eine. 6. Ich glaube, die nehme ich mit. Ein siebtes würde ich noch mitnehmen. Guck mal, Gianni möchte gerne mitnehmen. So, ich hole jetzt noch einen Korb. So. Gianni hat noch eben ein Bild geschossen. Dann komm, Schatz, wir gehen weiter. Komm. Gianni meint gerade, kauf doch lieber sowas, hast du genug Wolle. Die habe ich voll übersehen. Wie konnte man die übersehen? Prima, bitte, was kostet das? 15 Euro. Ich mach mal ein Bild damit, ja? Jetzt haben wir so viel gelacht. Jetzt muss ich da nochmal gucken. Gianni, wie hast du es her, ne? Krass. Das sind Jumbo-Dinger. Ich hab den eben echt nicht gesehen. Ich bin irgendwie lustig. Der ist ja größer wie dein Kopf. Dreimal, viermal wie dein Kopf, Schatz. Komm, wir gehen jetzt weiter. Wie süß. So ist ganz süß. Auch hier solche Dinger, Poppets. Ach, Gianito. Und sowas mag ich ja total. Passend zu unserem Bootsregal. Wenn wir einen Pool haben und da so dekorieren. Seestern. Sehr hübsch. Hm? Was sagst du? Hier auch ganz viel Deko. Oh, der ist hübsch. Der ist hübsch. Da habe ich auch einen selbst gehäkelt. Mhm. Ja, du Süßer. Mega. Gianni, guck mal. Gianni. Ein paar Knete mitnehmen. Komm mal gucken. Dann nehmen wir auch einige mit. Guck. 10 Cent. Oh, 55 Cent, das sind Aufkleber. Süß. Für einen Euro. Und hier 55 Cent. Alles Prozente. Da ist auch noch ein bisschen Wolle. Lass das doch! Okay. Was ist das, Gianni? Fress das. Fress das. Das ist irgendwie lustig. Ich hab mal einen Ballon von Mario. Mama! Hm? 10 Euro sind so richtig große dann, ne? Guck mal, das ist für dich, damit du die Wachlaufe geben kannst. Dann so. Wenn Mama alt ist, oder was? Herbstdeko. Sieht auch ganz nett aus. Ganz viele Herbstdeko. 1,55 €. Wie süß. Da geht's weiter. Gianni, tanzt du wieder aus der Reihe? Zehn Cent waren ja jetzt nicht so viele Sachen, aber dafür 55. So, ich glaube, wir haben genug eingekauft. Und nur die Hälfte gesehen.
Jano, wo bist du? Was bringst du mir denn da? Mag ich überhaupt nicht. Magst du das hier? Nee. Ach, mega süß. So, dann komm, wir gehen zur Kasse. So, ich bin wieder zu Hause. Wir haben echt mega gut eingekauft. Ja, ich hatte die zum Beispiel für 4 Euro. Mega cool. Melina hat sich mehr gefreut. Die hatte sie auch schon an. Weil so eine Strickjacke hat sie gebraucht. Und wie zum Beispiel hier. Richtig cool. Für 1,50. Für den Sommer natürlich, ne? Aber ja, habe ich jetzt schon gekauft und vieles mehr, ne? Hier die, habt ihr die noch gesehen? Habe ich einige mitgenommen. Es sind insgesamt 15 Stück. Da haben wir ein paar brauchen wir auch ein paar für den Kinderkleiderschrank. Und Kleber, ne? Haben wir echt genug. Wir haben hier von Krit genug mitgenommen. Die haben jetzt zum Beispiel allein schon 4,55 Euro gekostet. Und Schere hatte sich mitgenommen. Also Wolle. Noch mehr Klebstift, noch hier, so, das hatte ich euch zum Beispiel nicht gezeigt, ne? Klebstift, ja, und vieles mehr. Ich wollte das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss!